Hallöchen! So, auf ein neues. Heute wollen wir mal. Naja, fangen wir anders an. Wir haben die Luft schon ein bisschen gesehen. Wir haben das Land gesehen. Jetzt wollen wir wissen, was ist im Wasser los? Dazu lernen wir erstmal auf Level, was war es, 70? Lass mich nochmal schauen. Nein, Level 81. Die Tauchersachen. In der Regel könnt ihr alles benutzen. Ich werde jetzt mal alles nehmen, damit ihr das komplett seht. Und dann stellen wir das mal her. Und zwar. Rüstungen, Taucherrüstung, Flossen, Maske, Atemgerät und Hose. Jetzt habe ich was im Auge. Ja, toll, ganz toll. Rottete Fleisch legen wir da rein. So. Dazu muss man sagen, unter Wasser funktionieren Flinte und Bogen ja nicht. Aber dafür die Armbrust. Wir nehmen die Armbrust mit, wir nehmen Pfeile mit und falls wir was sehen, noch Betäubungspfeile. Und da wir das Wasser ja direkt vor der Haustür haben, können wir auch direkt dahin rennen. Dann ziehen wir uns mal um. So sieht das Ganze dann umgezogen aus. Taucherhandschuhe gibt es nicht. Ihr könnt so oder mit Handschuhen darunter gehen. So, das wäre dann quasi die Unterwasserwelt. Wie gesagt, die Tauchermaske braucht man nicht unbedingt. Von der Sicht her verändert sich da nicht viel. Und dann könnte man rein theoretisch jetzt hier High Level 8, High Level 12. Unter Wasser gibt es auch Ölsteine, wie ihr seht. Es gibt unter Wasser auch Siliziumperlen und noch mehr. Und es gibt ein Wal. Zack. Lützichthys. Und da kommt der erste Hai. Bei Haien muss man aufpassen. Haie unterschätzt man ziemlich schnell von der Geschwindigkeit her im Wasser. Darum einfach schauen, dass man auf Abstand bleibt und die dann einfach so unter Beschuss nehmen. Oh, das war's schon mit dem Hai. Haifischzahn geklaut und weiter geht's. Eure Bewegungsgeschwindigkeit wirkt sich auch ein bisschen auf die Wassergeschwindigkeit aus, also beziehungsweise wie schnell ihr im Wasser euch bewegen könnt. Im Wasser könnt ihr dann natürlich mit der Spitzhacke die Ölsteine abfahren, bekommt dadurch natürlich auch wieder Öl. Aber das Wasser ist allgemein relativ ein gefährliches Terrain, weil rings um euch herum irgendwas kommen kann. Hinter mir könnt ihr zum Beispiel was kommen, über mir, unter mir. Seht ihr, der ist jetzt auch schon weg. Der hat auch einen Zahn, er hat noch Pfeile, Spitzhacken, nehmen wir alles mit. Eine kleine Gefahrenmeldung möchte ich euch noch geben. Und zwar nehmt euch vor diesen in Acht. Sindiria.
Das sind quasi Quallen. Sind nicht besonders schnell, aber wenn sie zuschlagen, dann können sie euch sogar, wenn ihr einen Dino habt, vom Dino runterhauen. Das heißt, der Dino ist im Wasser, ihr schwimmt neben ihm, ihr könnt eventuell abhauen, aber der Dino wird über kurz oder lang sterben. Wenn er nicht dementsprechend viele Leben hat und Glück hat mit seinem Damage, dass er sie tötet. Aber jetzt will ich euch noch zeigen, dass die natürlich auch einen Drop haben. Und die vertragen natürlich sehr viel, die blöden Viecher. Ihr seht, wenn man auf Abstand bleibt, ist das alles gar kein Problem. Da kann man sie im Schach halten, aber manchmal kommen die von hinten, von unten, von der Seite, wo man sie gar nicht auf dem Schirm hat und dann erwischen sie einen eiskalt und dann kann es eventuell schon zu spät sein, wenn es dementsprechend ein Gebiet ist, wo viele Haie sind, also wilde Haie. Schmeißen sie euch runter und ihr habt fast keine Chance mehr. Dann nehmen wir die Axt. Wir bekommen von denen natürliches Gift. Was macht man mit natürlichem Gift? Mit natürlichem Gift kann man schockende Darts herstellen, die noch eine größere Wirkung haben wie Betäubungspfeile von der Flinte. So, habe ich jetzt alle? Und natürlich leben hier im Wasser noch größere und noch ein bisschen gefährlichere Tiere. Aber es gibt auch schöne Unterwasserhöhlen, die ich euch vielleicht bei Gelegenheit mal zeigen werde. Aber zunächst schauen wir mal, ob das noch funktioniert, dass man das natürliche Gift noch in den Kühlschrank legen kann. Ansonsten nur bei Bedarf abfarmen. So, dann ziehen wir uns wieder um. So. Und man kann es in den Kühlschrank legen. Das heißt, im Inventar 43 Minuten, im Kühlschrank, ja, da hebt es dann 3 Tage. Und die Munition, was man damit herstellen kann, gibt es auf Level. Bin ich schon hier? Level 96. Schockender Betäubungspfeil. Man braucht ein Betäubungspfeil, 2 Metallbarren und 3 natürliches Gift. Es wirkt doppelt so stark wie die normalen Betäubungspfeile, aber wenn man es herstellt, hat es halt eine Verfallsdauer und geht mit der Zeit leider kaputt. Das heißt, nur auf Bedarf herstellen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit wieder ein bisschen was helfen, zeigen. Auf jeden Fall Vorsicht vor der Unterwasserwelt. Sie kann Spaß machen, es gibt viel zum Entdecken, aber ist auch wahnsinnig gefährlich. In diesem Sinne, macht's gut und ciao.